Das ist jetzt nicht die Second Strike Force, das ist die... Das ist die... Was ist denn das jetzt hier? Weg damit, kusch. Ich brauche einen eigenen Namen dafür. Das ist die... Ich habe keine Ahnung... Force. Third Strike Force? Echt jetzt? Ach so, stimmt, weil wir da Korvetts gebaut haben. das ist die... was ist denn das? Was ist denn das für eine Flotte? Das ist die... Moment, wir machen mal ganz kurz langsamer. Das muss ja nicht so ganz schnell durchrushen. System Survey complete. Natürlich! Pause! Pause, habe ich gesagt. So. Die nennt sich die Klatscherflotte. So. Die Klatsch. Die Klatsch. Nee. Nicht. Nee, nee. Hier, L. Nicht Katscher. Klatscher. Die klatschen alle Gegner tot. Okay, dann bitte einmal zurück. In unsere Heimat. Nach Adnir. Du bist fertig hier. Oh, hier gibt's noch so viel schöne Mineralien. System erkunden, los. Und hier... Oh, hallo. Ihr schon wieder? Würdet ihr euch mal bitte verpissen? Ich kann euch nicht ab. Okay, wir brauchen Mineralien, habe ich gesagt. Dann bauen wir mal eine Bergbaustation hier. Die liegt ja zum Glück noch im Rahmen. Das ist gut. Die ist auch fertig. Ach ja, da war ja was hier, genau. Da war ja wieder diese Menschen 3.0 Zivilisation. Informationsstufe hoch. Okay, dann erkunde mal. Situation log updated. Aufeinandertreffen in Algo... Wo? Ah, hier. Im Algol-System, in Algol-System sind wir auf unbekannte Alienschiffe gestoßen, bis wir mehr... Oh nö. Nicht schon wieder. Evading hostile fleet. Okay. Evading hostile fleet. Tschüss. Okay, das war wichtig. Weil den brauchen wir noch. Okay, du da. Die haben wir schon entdeckt. Ja, dann geh mal bitte zurück erstmal. Weil du brauchst du brauchst Militärbeistand. Definitiv. Hallo, Freunde. Ja, jetzt haben wir unsere Armee aufgestockt. Und jetzt? Nichts. Das ist die Third Strike Force. Bestehend aus zwei Schiffen. Ja, dann geht mal zusammen, bitte. So, ihr beiden. Kann ich die runterziehen? Moment, ich markiere das mal kurz. Ach, verdammt, kann ich nicht. Okay, egal. Ich hoffe einfach mal, das klappt. Hotkey G. Zusammenlegen mit Third Strike Force. Nein! Mann, was macht ihr denn? Hört auf mit dem Mist. Muss ich die jetzt wieder umbenennen? Ja, muss ich. Toll. Ja. Ist das eine Kacke? So. Jetzt passt wieder. Jetzt haben wir eine große Flotte. Hallo, Forschungsschiff. Go for it. Ist vollständig repariert worden. Nice. Die waren kaputt? Ach, stimmt ja. Da war ja was. Da war ja was. Was ist das denn? Ah ja, Trümmer. Ja. Die sind gerade am weggemacht werden. Karge Welt. Aber ist zum Glück wieder komplett 100% rein. 100% rein. Rein! Das ist die Devise. Hier sind immer diese ganzen Space-Amöben. Alienschiffe. Alien-Raumstation.
Heieieiei. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber hier müssen wir auch noch hin. Hier oben müssen wir hin. Hallo. Oh Gottes Willen. Hier gibt es ja wieder viel. Boah, Alter, so viel zu entdecken. Nicht bewohnbar. Okay. Gehe zu. Ja, dauert leider. Oh, was ist das denn? Dann mach mal. Iota Aliens. Wo? Wo jetzt schon wieder? Ach, ist es hier? Oh Gott, nö. Jetzt muss der... untersuchen. Aber der sieht neutral aus. Aber das ist ein... Anomaly found. Fehlschlagrisiko 30%. Okay, vorerst mal in Ruhe lassen. Was ist denn das für einer? Der steuert eigentlich direkt... Ach nö, der forscht auch nur. Okay. Gut zu wissen. Das ist auch nur ein Forschungsschiff, das alleine unterwegs ist. Dementsprechend ist das ganz okay. Gut, hier haben wir eine bereits ordentliche Streitarmee. Eine Flotte. Finde ich gut. Und der Kommandant Salama al-Burakak. Okay, ich glaube, wir haben, wenn wir die Namen gewählt haben, menschlich 2, haben wir die ganzen arabischen Namen, glaube ich, gewählt. Das ist amüsant. Besonders halt für Europäer, weil die diese Namen null gewohnt sind. Alter, haben wir viel Credits. Gibt es ja was wie einen Weltmarkt? Kann ich vielleicht... Ich habe halt wenig Mineralien. Ich würde eigentlich ganz gerne mehr DAF. Ja. So, bist du jetzt mal bald fertig? Erbauer! Bist fertig, okay. Schon länger. Ups. Ich habe nichts gesagt. Bau mal. Ja, das kostet immer Mineralien. Mineralien, Mineralien, Mineralien. Kann ich das nicht mit Geld kaufen? Ich habe, glaube ich, meine Prioritäten falsch gesetzt. Ah, na gut. Okay, wir sollten erst einmal... begleitet ihn. Und du... Ja, wir brauchen immer auch noch ein Kolonisationsschiff. Das würde ich ganz gerne hier unten hinsetzen. In die Welt, dahin. Oder, nee, dahin war's. Hallo. Oh, der Wissenschaftler hat einen Stufen abbekommen. Ah, hier oben ist auch so geiler Stuff. Du bist jetzt eine höhere Stufe. Das heißt, du könntest das jetzt... Ah, Stufe 3. Scheitern ist jetzt schon weniger. Sehr gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt tun gleich zeitgleich zwei... Okay, nicht ganz. Finde ich aber lustig. Oh, das ist ein Säugetierstil. Hallo. Na? Hey. Special project complete. Okay, wir haben anscheinend hier wieder so ein paar Leute entdeckt. Oh, bitte. Uralte Bergbaudrohnen. Den Berichten über Weltraumdrohnen aus manchen Systemen ist nachgegangen worden. Bei den Drohnen scheint es sich um die Arbeiter und Verwalter einer autonomen Orbitalbergbauunternehmung zu handeln, die hier vor Jahrtausenden in Betrieb genommen hat. Was? Aufgenommen hat. Ja. Dem Zustand der Verarbeitungsausrüstung nachzuschließen, scheint die Besatzung aber schon bald darauf abgezogen zu sein und die Drohnen allein zurückgelassen zu haben. Ihr Zweck, der Abbau von Ressourcen, ist offenkundig. Nicht aber, wer sie mit ihren Aufgaben betraut hat. Betraut hat? Ja. Es ist mehr als eindeutig, dass dieses System schon seit Hunderten,
wenn nicht tausenden Jahren keine Mineralienlieferungen mehr verlassen haben. Die Drohnen mögen zwar alt sein, aber die galaktische Reduzierkonföderation sollte sie keine Sekunde lang aus den Augen lassen. So, wir könnten hier einen Hochposten bauen oder beginnt die Ereigniskette. Ein Hochposten. Oh, ja. Lass gucken, was sie machen. Situation Log updated. Das sind wieder Ereignisse. Stopp. Bergbaudrohnen, hier. Drohne. Was? Stopp. Wo sind wir gerade? Wir müssen mal hier kurz zurück in unsere Hauptgalaxis. Wo ist diese Drohne? Hier. Eine Bergbaudrohne, Drohne, die... Ja. Wie können wir das machen? Haben wir hier irgendwo was diesbezüglich? Special Project complete. Oh! Kontakt hergestellt! Ugarlak Unified Planet States. Nachdem wir ihre Sprache erfolgreich übersetzen konnten, haben wir Kontakt mit den... Ja, mit denen hergestellt. Die diplomatischen Kanäle sind nun offen und alle Feindseligkeiten wurden eingestellt. We have made first contact with an alien. Ah! These fascinating beings appear to have mastered spaceflight, just as we have. We should strive to learn more about them. Nice. Erst Kontakt. Wir haben Kontakt mit einer Nation. Seid gegrüßt. Ich spreche für Geschäftsführer Toraul Dol Luch und die wohlhabende Elite von Ugarlak United Planet States. Da wir auf der Suche nach neuen Handelspartnern sind, hoffen wir, dass wir ein Abkommen erreichen können, von dem unsere beiden Nationen profitieren. Oh, da ist ein Handelskonkurrent. Okay, wir haben drei verschiedene Möglichkeiten tatsächlich. Je nach unseren Möglichkeiten. Diese Option ist, weil xenophil, materialistisch oder individualistisch. Okay. Von einer Konföderation würden wir sicherlich alle... Ne, von einer Kooperation. Konföderation ist ja nochmal was ganz anderes. Wir können viel voneinander lernen. Wer ist Boompower? Hier spricht Boompower. Was? Diese Antwort ist so creepy, dass ich die auf jeden Fall nicht nehme. Alter. Ich glaube, ich werde erstmal sehr freundlich mit denen umgehen. Weil, hallo, Handelspartner, immer gut. Außerdem schauen die recht lustig aus. Ich möcht die Hörner gerne abschlachten, alle. Was können wir denn hier? Von einer Kooperation würden wir alle. Vor allem hier materialistisch, eben. Ist ganz klar. Erstes Alien aufeinandertreffen. Die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf intelligentes Alienleben gestoßen sind, verbreitet sich überall im galaktische Reduzierkonföderation wie ein Lauffeuer. Unsere Bürger sind von diesem Wesen fasziniert und die Medien sind voller Berichte und Spekulationen über ihre Kultur und Gesellschaft. Die Offenbarung, dass wir nicht alleine in der Galaxis sind, wurde auf Adnor größtenteils gefeiert. Die Aliens scheinen wie wir relativ neu auf der galaktischen Bühne zu sein. Und ihr technologisches Niveau kann mit unserem verglichen werden. Das ist ein wichtiges Ereignis, können wir auswählen. Weil wir halt offen sind. Ich glaube, sonst hätte das bereits sehr schief gehen können. Wo sind die jetzt? Da oben. Ah, nein. Aber das ist noch meins. Egal, wo ihr hingehen wollt, das ist meins. Oder? Ja, das ist meins. Oder? Jetzt mal ernsthaft. Scheint recht groß zu sein. Wie groß ist die? Übersicht? 20. Give it to me, baby. Was? Oder hier oben? Hier oben ist auch ein recht geiler Planet. Ah, aber das ist schon sehr im Ausgrenzungsbereich. Im Ausdehnungsbereich, so eher gesagt. Nice. Wir sind das erste Mal auf intelligentes, also das ist böse gesagt. Wir sind schon vorher auf intelligentes Wesen gestoßen.
Oh, hier ist auch die Kriegsflotte. Hallo? Oder? Ach nee, guck mal. Das sind die, die hier forschen. Cool. Wir haben direkt sofort... Also wir haben sofort mit ihnen praktisch, weil wir länger da waren. Nice. Okay, und jetzt kann... Und danach kannst du dann das machen. Ach nö. Ich wollte erst, dass du das fertig machst. Ach, soll mir egal sein. Dann mach halt. Mach doch, wie du willst. Hier. Ist der Erbauer fertig? Erbauer. Nein, ist er nicht. 80%. Ich will mehr Mineralien haben. Na, mehr Mehl. Könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr den jetzt geblickt habt. So, hier haben wir unser... schön. Flottenbefehl erfüllt. Wow. Du schon wieder! Verzieht euch! Verzieht euch! Mein Schatz! Nein! Terraforming-Station. Halt. Nein, hier will ich hin. Karge Welt. Komm, hier, da, bitte. Danke. Hier, da. Bergbaustation. So, wir brauchen deutlich mehr Mineralien. Viel, viel mehr Mineralien brauchen wir. Mineralien brauchen wir. Mineralien brauchen wir. Und du? Ja, ich habe jetzt eine dicke Forschungsflotte. Mit echt dicken... Nur Moment, hier. Wir gehen jetzt mal hier hin. Informationsstufe Mittel. Wir haben jetzt eine richtig schöne Flotte im Schlepptau. Jetzt gehen wir dorthin. Überall, wo die bösen Ausrufezeichen sind. Gut, wir hätten auch dahin gehen können. Hier sind noch die Trümmer. Von den Schiffen. Spezialprojekt. Ja, das dauert, das dauert. Wie sieht es eigentlich mit der Forschung aus, verdammt? Lebensdauer plus 10 Jahre ist genial. Ermöglicht Abbau von dem Zeug. Ist gut. Und blauer Laser. Aber dauert alles noch. Schade. Na gut. Ich bin gespannt. Die sind hier unterwegs. Da sind sie. Und gleich sind sie weg. Ja. Alien-Wandmalerei. Während der Durchführung von Oberflächenscans von Dupe 6. Entdeckten... Was? Wissenschaft... Ach, entdeckte der Wissenschafts... Genau. Und die Besatzung der BP Satir... Oh, Satire. Einen anscheinend zugeschnittenen mit Alien-Schrift bedeckten Felsbrocken. Länger und komplizierter geht's auch nicht, oder? Da sie sonst keine weiteren Anzeichen auf Alien-Aktivität auf dem Planeten gefunden haben, ist es ein Mysterium, wie genau diese Wandmalerei hierher gelangt ist. Wir haben ein Spezialprojekt zur Übersetzung des Textes vorbereitet. Situation Log updated. Stopp! Alien-Wandmalerei übersetzen. Ja. Hier. Passt doch, oder? Ach, Projekt erforschen. Okay. Ja gut, das lassen wir dann gleich mal. Jetzt will ich aber ganz kurz hier das fertig machen, ne? So. Wir sind hier jetzt auf Böses gestoßen, richtig? Was? Oh nö! Die Spacer-Möben sind hier. Bah! Und vor allem mit Stufe 150. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Verdammt, die sind gerade voll bereits in Bewegung. Okay, Forschungsschiff. Zurück bitte. Du dahin. Äh,
Bin ich hier sicher? Mach mal das Thema Kunden. Scheint nichts hier zu sein. Und wo ist unsere... Ah ja, da ist unterwegs. Verdammt, die Amöben sind weg. Na top. Ach, da sind sie. Ha. Hilfe. Moment. Halt. Please, sofort wieder zurück. Dankeschön. Alter, ich hab so Schiss, sobald die Amöben hier irgendwo herkommen. Hallo. Gott, das war eure Hilfe. Hallo? Was macht ihr denn jetzt da? Lasst mich in Ruhe bauen. Okay, das ist eine Bergbaustation. Wunderbar. Jetzt haben wir 18 Mineralien. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vor allem haben wir jetzt auch bald die 250 erreicht. Parallel zu dem, dass wir per immer wieder Mineralien ausgegeben haben. Und das ist geil. Hier in Bewegen, bitte. Und jetzt gehen wir dann dahin und kolonisieren, dass wir hier uns weiter ausbreiten können. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier gern Mitte, damit wir so einen kleinen Streifen ergeben. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich glaube, der Treibstoff ist gerade. Ah ja, Abklingzeit für Warpflug. Dauert noch ein paar Tage. Beziehungsweise, Moment, wir können ja hier... Research complete. Weg, los. Geil. Nice, was haben wir denn jetzt hier? Weltraumtorpedos, Ionentriebwerk. Komm, gib mir den Ionentriebwerk jetzt hier. System survey complete. Na, endlich. So, und jetzt kannst du nämlich hier hingehen und forsch mal. Go for it. Go, go, go. Wie schaut das jetzt eigentlich aus? Jetzt haben wir hier das, genau, Status, Rivalen. Rivalen von unidentifiziertes Reich. Diplomatischer Status. Ebenwürdig, relative Macht. Haltung uns gegenüber dieses Reich. Aha, feindlich. The diplomacy screen is where we communicate with other civilizations. Here we can declare war, form alliances and implement trade deals with our neighbors, amongst other things. Ah, okay. Im Bild, jetzt haben wir auch das mal entdeckt. Nice. Was ich nur sehr krass finde, ist hier ihre Meinung über uns. Neuer Kontakt. Das heißt, wir sind erstmal sehr skeptisch. Oder die... Es gibt Grenzkonflikte, jetzt schon. Ah. Materialistische Narren. Individualist... was? Toll. Wir sind das komplette Gegenteil von denen. Materialistische Narren. Minus 20. Individualistischer Pöbel. Minus 10. Und was war's noch? Evangelistische Zeloten. Minus 100. Also ich glaube, wir werden keine Freunde mehr. Das kannst du komplett knicken. Ich glaube, das wird in den ersten Konflikten enden. Aber jetzt schon Grenzkonflikt? Ernsthaft? Ist es nicht ein bisschen früh vielleicht? Okay, wir haben 250. Leute! Wir bauen ein Kolonieschiff. Können wir nicht, weil es 350 waren. Fuck! Was bringt es eigentlich? Verbessern Sie den Raumfahrer, um mehr Platz für weitere Module zu schaffen. Können wir eigentlich ein weiteres... Oh! Das bringt 3 Energie-Credits. Geil! Als ob wir nicht hier schon genug haben. So. System Survey complete. Cool. Sind wir damit jetzt auch endlich mal fertig? Toll. Und deswegen haben wir jetzt so lange die Galaxis hier... Halt! Abbrechen. Und wir können sogar jedes System einzeln benennen. Ach, du heilige Makrele. Na, das ist jetzt aber echt, langsam übertrieben.
Los, erkunde mal. Ganz allein. Ganz allein. Ja, hier ist immer noch das mit den blöden Trümmern nach dem Krieg.